Ja, also das beunruhigt mich an TTIP am meisten in Bezug auf die dritte Welt. Also was ja für die Industrieländer das und auch für Deutschland das Gefährlichste ist, der Investorenschutz, also dass eine Art Paralleljustiz aufgebaut wird, die dann ermöglicht, dass ausländische Konzerne gegen Staaten klagen. Das genau wird ja die dritte Welt nicht treffen, ganz einfach, weil sie an diesem Abkommen nicht teilnimmt und sowieso schon viele dieser Verträge abgeschlossen hat. Das heißt, das Gefährliche für die dritte Welt sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, wenn die Zölle gesenkt werden zwischen den USA und Europa, dann könnte es natürlich sein, und das ist ja auch das Ziel des Abkommens, dass der Handel zwischen Europa und der USA sich intensiviert, zulasten Drittländer, also ganz platt. Das ist zum Beispiel auch ein Ziel der Europäer. Sie wollen mehr Wein in die USA exportieren, also vor allen Dingen Frankreich und Italien wollen das. Ist ja klar, dass wenn mehr italienischer Wein in die USA kommt, wahrscheinlich die Amerikaner dann weniger chilenischen Wein trinken. Dann ist es ja, ein Handelsabkommen führt ja nicht dazu, dass mehr konsumiert wird, sondern nur, dass man die Waren von woanders her bezieht. Und diese Struktur, dass Waren aus Europa dann vielleicht Waren aus Schwellenländern verdrängen, könnte sozusagen flächendeckend greifen. Einmal, weil die Zölle sinken, und die zweite Gefahr ist vielleicht noch größer, dass ja das Ziel ist, die sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnisse abzubauen, das heißt die Standards zwischen den USA und Europa anzugleichen. Bisher haben sehr viele Schwellenländer versucht, einen von den beiden Standards irgendwie zu erfüllen, meistens den Standard, der niedriger ist. Wenn das passieren sollte, was jetzt natürlich hier viele NGOs wollen und viele Kritiker, dass, wenn man sich schon auf Standards einigt, die dann wenigstens hochsetzt, könnte das auch dazu führen, dass vor allen Dingen die Schwellenländer rausgedrängt werden. Ganz einfach, weil sie die Standards auch in der Landwirtschaft zum Beispiel nicht erfüllen können. So, das wurde quantifiziert, ne, wurde natürlich auch schon versucht auszurechnen, damit höre ich dann auch erstmal auf. Wie viel würde das für die Schwellenländer und die Entwicklungsländer bedeuten? Und der Verlust pro Kopf schwankt bei den Entwicklungs- und den Schwellenländern, aber eigentlich verlieren sie alle. Und die Bertelsmann-Stiftung schätzt, ist vielleicht ein bisschen dramatisch, aber ein Anhaltspunkt, dass der Verlust irgendwie zwischen 0,5 und 2,5% pro Kopf in den einzelnen Ländern betragen kann. The TTIP is explicitly designed as a model, as a blueprint, as a template for the rest of the world. And they're saying that they want to keep it as an open agreement for other countries to join, but also it will set the standard for the types of agreement that will be introduced around the world, whether they be bilateral or whether they be multilateral. And we're also going to talk later about the TISA agreement on services. And that's why, for me, the most important, the most dangerous aspect of TTIP is what it represents in terms of the transfer of power. Because if you think back to the 1990s, they already tried to introduce the same powers for transnational capital through the Multilateral Agreement on Investment. And there was a massive international movement, and the Multilateral Investment Agreement died in 1998. They tried to introduce the same powers through the World Trade Organization, the WTO, and that failed as well, because in 2003, at the Cancun Ministerial of the WTO, all of those new issues of investment, competition policy, and government procurement were thrown out. And it was a humiliation for the European Union, a humiliation it deserved, because these had no place. Each of these different agreements, and now TTIP, is a massive transfer of power from labor, from working people, from society, to multinational capital, to the big corporations which want to trade across the Atlantic and want to trade across the world. And I think for us, that political reality of who will emerge from these negotiations stronger is the greatest fear. Because it's quite clear, the only groups who are pushing for these agreements, for TTIP and all the other agreements, are the multinational corporations. It's transnational capital
playing out its long-term strategy to be able to spread around the world with no impediments, with no restrictions on its power or on its profit-making. And for us, I think that model, which says the development needs or the industrial policy objectives or the social objectives or the environmental concerns, whatever they are, they have to come second place. They have to come third place or fourth place to the interests of capital. That was already the founding principle of the WTO, and now they're going further and trying to increase the reach of that principle into every aspect of all of our lives. So for me, that political fear is perhaps the thing which is the strongest in our minds. Yes, definitely the specific displacement of trade and all of those particular points, but the political point for us is the number one. Vielleicht kurz sozusagen so ein Prätext von Brot für die Welt. Die beschäftigen sich seit langer Zeit mit Handelsfragen. Fängt mit der UNCTAD an, die in den 60er Jahren gegründet wurde. Aber vor allen Dingen seit der Gründung der WTO, dann 1995, haben wir ganz stark zu Handelsfragen gearbeitet. Es gab diese Hochphase, die auch ein bisschen die Geburtsstunde der Globalisierung ist. John hat es erwähnt, die Bekämpfung des MAI 1998 und dann Seattle 1999, fortfolgende Genua. Und nachdem die WTO-Verhandlungen eigentlich, es gab die Doha-Runde, die 2001 initiiert wurde, 2003 zu stocken kam und nach der WTO-Verhandlung 2005 eigentlich nicht weiter vorangekommen ist, haben wir uns vor allen Dingen mit europäischer bilateraler Handelspolitik beschäftigt. Und für uns war auch eine große Frage, inwieweit wir uns mit TTIP beschäftigen, weil es ist erstmal ein transatlantisches Bündnis, hat erstmal keine unmittelbaren sozusagen Auswirkungen auf Entwicklungsländer, was ja unser Mandat halt ist als entwicklungspolitische Organisation. Und wir haben uns dann überlegt, geguckt, irgendwie analysiert, was wird TTIP für Auswirkungen haben auf den globalen Süden. Ich widerspreche so ein bisschen dem Statement von Ulrike Herrmann zu Beginn halt mit dem Investitionsschutzkapitel innerhalb des TTIPs. Ich sehe das nicht so, dass es keine Auswirkungen haben wird auf den Süden. Und zwar sehe ich das deswegen nicht so. Es ist für uns, wir haben fast ein bisschen geschmunzelt, dass zu Beginn, wir arbeiten nun seit über 10 Jahren zu Investitionsschutz, also bilateralen Investitionsschutzabkommen zwischen der EU und vielen Entwicklungsländern, sehen die Konsequenzen dort und haben kein Gehör gefunden. Und plötzlich die gleichen Zeitungen, die Süddeutsche, die vorher immer sagten, naja, wir müssen ja auch an die Interessen unserer Investoren denken, die in Argentinien, wo immer investieren, vielleicht werden die enteignet oder irgendwas. Auf einmal interessiert das die Leute, weil es betrifft jetzt nämlich Deutschland, sozusagen, es betrifft Europa. Insofern ist es interessant zu sehen, wie doch die gleichen Leute eine andere Perspektive bekommen, wenn es auf einmal das eigene Land halt betrifft. Und ich glaube, Investitionsschutzkapitel ist deswegen interessant, weil es wurden ja relativ viele bilaterale Investitionsschutzabkommen zwischen der EU überhaupt, wurden vor relativ genau 20 Jahren verabschiedet. Die Mauer fiel, Globalisierung war das große Thema. Die laufen jetzt zum Zeitpunkt aus. Das heißt, es gibt einen UNCTAD-Bericht, laut dem zwischen 2014, diesem Jahr bis 2016 hunderte von bilateralen Investitionsschutzabkommen, die auf eine Laufzeit von 20 Jahren haben, so ein bisschen auslaufen und die Möglichkeit ist, die nachzuverhandeln, die Möglichkeit ist, auszusteigen. Im letzten Jahr ist Südafrika aus mehreren bilateralen Investitionsschutzabkommen, unter anderem Niederlande, Deutschland etc. ausgestiegen. Und insofern, laut der UNCTAD, und das sehen wir auch genauso, ist sozusagen eine Phase, in der die Möglichkeit besteht, über eine gewisserweise, Reform dieses internationalen Investitionsschutzregimes nachzudenken. Und insofern ist natürlich TTIP und ein Investitionskapitel darin, was Investorenrechte weiter verfestigt, natürlich eher sozusagen eine Entscheidung, das Ganze weiter zu festigen, auch gerade was die anderen Abkommen angeht. Insofern glauben wir, dass diese Jahre 2014, 2016 eine Phase sind, wo wir auch gerade zusammen mit Projektpartnern, mit anderen NGOs aus dem Süden eigentlich schauen sollten, dass wir suchen sollten, eher zu sagen, okay, das ist nicht das, was wir wollen.
Das ist der eine Aspekt. Mit den Auswirkungen, es ist klar, das hatte ich ja zu Beginn gesagt, wir stehen natürlich vor der Herausforderung zu gucken, wie sich dieses transatlantische Bündnis mittelbar auswirkt halt. Und es ist sicherlich klar, Frau Herrmann hat es am Anfang gesagt, es gibt die Bertelsmann Stiftung, die ja interessanterweise, also eigentlich war die ja gedacht, von den Verhandlungsführern zu benutzen als, sag ich mal, volkswirtschaftliche Grundlage oder Rechtfertigung dafür, dass TTIP gut ist. Die Zölle senken, es führt zu mehr Handelsvolumen innerhalb zwischen EU und USA, das führt zu mehr Wachstum, das führt zu mehr Jobs, das führt zu mehr Wohlstand. Das ist ja so ein bisschen das Credo, was TTIP am Anfang versuchte zu verkaufen, was viel kritisiert wurde, aber ich glaube, was ja auch gerade wieder aufgenommen wird, auch gerade von unserem Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel halt und seiner neuen Versuch, der neuen Allianz mit dem DGB. Die Bertelsmann Stiftung wies darauf hin, Ulrike Herrmann sagte 2-2.5%, teilweise sind die Zahlen auch viel dramatischer, also Westafrika, also die Bertelsmann Stiftung, wie gesagt, wies darauf hin, dass das Pro-Kopf-Einkommen in Westafrika zwischen 4-6% und teilweise über 7% einbrechen könnte, aufgrund von TTIP, eben den, was Ulrike Herrmann sehr gut skizzierte, den Handelsumlenkung. Ist ja klar, wenn natürlich die Zölle zwischen EU und USA fallen, erhöht sich der Handel. Und die Staaten, Entwicklungsländer, die bisher exportieren konnten in die EU und USA, sozusagen sind diejenigen Staaten, sozusagen, die das Nachsehen halt haben. Weil der Handel an sich ja nicht, Leute trinken jetzt nicht mehr Wein oder konsumieren mehr Mais oder sonst irgendwas, sondern ungefähr, es bleibt auf dem gleichen Niveau halt. Das heißt, es gibt halt Verlierer. Es ist sicherlich richtig, um auf die Frage zurückzukommen, es wird Verlierer geben, aber zu sagen, dass der globale Süden an sich verliert, ist auch wäre auch zu einfach. So wird es nicht sein. Es wird Verlierer geben, es wird Gewinner geben. Es ist auch die Frage, ob überhaupt, das ist natürlich unser Anliegen, zu sagen, aufzuzeigen, wo gibt es Verlierer, also sozusagen, wie werden Schwellenländer verlieren. Gleichzeitig, glaube ich, ist es aber auch wichtig, darauf hinzuweisen, es ist nicht nur eine Frage von Industriestaaten, Entwicklungsländern und Schwellenländern, also auf der einen, auf der anderen Seite, sondern es ist auch eine Frage, dass TTIP, zumindest das ist die Ansicht von Brot für die Welt, noch mehr als die WTO ein Projekt der Konzerne halt ist. Insofern müssen wir auch gucken, dass es nicht darum geht, Industriestaaten gewinnen, Entwicklungsländer verlieren, was, glaube ich, richtig ist, was auch unsere Analyse halt ist. Es geht auch darum zu gucken, inwieweit Konzerne allgemein gewinnen. Und das gilt nicht nur für die Konzerne in Deutschland, in Niederlande, in den USA, in England. Das gilt auch da, wenn wir Standards einführen, vielleicht werden auch Konzerne im Süden die Gewinner sein. Und die Verlierer werden sein, kleinere Unternehmen, Kleinbauern. Das Forum Fairer Handel hat vor drei Wochen ziemlich genau darauf aufmerksam gemacht, dass die Verlierer sozusagen auch im Süden sein werden, aber nicht einfach im Süden alle Entwicklungsländern, sondern bestimmte Sektoren im Süden. Also ich will das versuchen, nochmal auch geschichtlich ein bisschen einzubinden. Der Hintergrund ist ja, was Sie eben erwähnt haben, dass die Doha-Verhandlungen gescheitert sind und dass 2016 die meisten Abkommen auslaufen und dadurch jetzt auch, weil es fragen sich ja manche, warum die Eile mit TTIP, also warum müssen jetzt plötzlich Zölle noch mehr abgebaut werden, die ohnehin, Sie schreiben das, schon so niedrig sind. Und wenn man dann in der Literatur ein bisschen guckt, dann ist es ziemlich eindeutig, dass, und das sagen die auch ganz offen, das sagt der Karel de Gucht, das sagen verschiedene Studien, Transatlantic Institute zum Beispiel, es geht darum, dass EU und USA wollen wieder ein Player werden, und zwar ein dominanter Player. Also sie wollen in der Welt vorgeben, nach welchen Spielregeln der Markt funktioniert. Und deswegen war die Frage auch gestellt, ne, gegen wen es sich denn eigentlich richtet. Richtet sich ganz eindeutig gegen die BRICS-Staaten. Deswegen war mir wichtig zu sagen, weil es ist auch so, wenn man die Studien liest, Bertelsmann, andere, dann sind die ganz eindeutigen Verlierer wirklich die Entwicklungsländer, also die nicht zu den Schwellenländern oder BRICS-Staaten gehören und nicht eben die BRICS-Staaten. Daher
war mir das wichtig, nochmal zu sagen. Jetzt kann man aber auch, und da will ich ein bisschen provozieren, sagen, dass ja die Entwicklungsländer durchaus auch profitieren könnten, wenn Standards vereinheitlicht werden. Also weil sie dadurch vielleicht ihre Produkte besser an den Markt bringen können. Ist das so? Also das wird teilweise so behauptet. Ja, jetzt sind da schon so viele Sachen gesagt worden. Also ich komme noch mal auf die Frage zurück, was ist jetzt mit den BRICS-Staaten und was ist mit den Entwicklungsländern? Aber ich würde natürlich auch gerne noch mal auf Herrn Hilbig eingehen. Also es ist nicht so, dass ich sagen wollte, dass ich Investitionsschutzabkommen unproblematisch finde. Ich wollte nur, aber ich glaube, dass wir das Problem etwas unterschiedlich analysieren. Also es gibt tatsächlich schon 3.200 bilaterale Investitionsschutzabkommen, die sich natürlich, genau wie Herr Hilbig gesagt hat, meistens gegen die Entwicklungsländer richten. Also sie wurden abgeschlossen zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern und geklagt wird immer von den, gibt es ja auch wunderbare Statistiken der UNCTAD, geklagt wird immer von den Industrieländern und die Opfer sind Entwicklungsländer und Schwellenländer. Von diesen in der Tat 3.200 bilateralen Abkommen laufen jetzt viele aus. Aber wie die UNCTAD eben auch schreibt, gibt es ein rechtliches Problem. Es wurde vergessen, bei den allermeisten Investorenschutzabkommen die Meistbegünstigungsklausel zu befristen. Man hat blöderweise nur den Investorenschutz befristet, aber nicht die Meistbegünstigungsklausel. Mit dem Ergebnis, man kann zwar aus diesem Investorenschutz irgendwie formal aussteigen, muss ihn aber weiterlaufen lassen, weil man ihn ja in den anderen Verträgen noch hat. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, zeigt aber nur, wie perfide dieses Instrument ist, das jetzt wieder umzubasteln. Das heißt, man braucht tatsächlich sozusagen eine globale Reform. Insofern würde ich aber Herrn Hilbig wieder recht geben. Es wäre natürlich Schwachsinn, dieses Instrument jetzt auch noch zwischen Amerika und Europa abzuschließen. Das hätte ja nicht nur die Konsequenz, dass das dann in den Entwicklungsländern auch schwierig zu reformieren wäre, sondern es könnten eben, wurde ja auch ausgerechnet von den NGOs, 75.000 weitere Unternehmen könnten auch noch klagen. Das heißt, nicht, dass Sie mich missverstehen, dass ich dachte, das sei jetzt ein wunderbares Instrument und das könnte man jetzt hier mal in der Diskussion vergessen. Nur es ist sehr, sehr schwierig, da wieder wegzukommen. Ja, jetzt dachte ich mir, ach, wenn wir jetzt schon dabei sind, kann ich ja nochmal die Zahlen von der Bertelsmann-Studie vorlesen, weil ich sie extra mitgebracht habe. Es ist so, dass man eigentlich keinen klaren Trend erkennen kann. Also man kann nicht sagen, Entwicklungsländer verlieren und BRICS-Staaten gewinnen, sondern das ist geht so quer durchs Bild, je nachdem, was die eben exportieren und mit wem sie handeln. Also zum Beispiel Brasilien würde laut Bertelsmann sogar profitieren von diesem TTIP. Da würde das Pro-Kopf-Einkommen um 0,5% wachsen. Russland dagegen, auch ein BRICS-Staat, würde verlieren, minus 2,1%. Kasachstan erstaunlicherweise würde auch profitieren mit plus 0,7. In China würde sich fast nichts tun, minus 0,2. Indien zum Beispiel, auch ein BRICS-Staat, minus 2,5. Also das ist buntes Durcheinander. Australien würde auch verlieren, minus 0,6. Kanada würde verlieren, weil es ja nicht Teil des Ganzen ist, minus 0,7. Und die größten Verlierer in der Tat, genau wie Herr Hilbig gesagt hat, sitzen in Westafrika, also die beiden führenden Staaten, die Verlustfront anführen, sind die Elfenbeinküste und Guinea mit 7,4 und 6,4 -%. Ja, jetzt diese Frage, die Sie noch gestellt hatten, gegen wen richtet sich das? Also ich glaube, ein Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben und der auch wirklich wichtig ist, wir haben ja immer besprochen, dass der WTO gescheitert ist. Die Doha-Runde kommt nicht von der Stelle. Worum geht es da? Nicht ganz wesentlich versucht ja der Westen, den Patentschutz für seine Konzerne durchzusetzen. Mhm. Und genau dieser Patentschutz soll jetzt über den Umweg von TTIP wieder reingedrückt werden in die Welt. Und zwar geht es eigentlich um zwei Dinge. Es geht immer um die Medizin. Das ist sozusagen der zentrale Punkt. Darf man Krebsmittel einfach kopieren? Darf man AIDS-Mittel einfach kopieren? Also darf man Diabetesmittel einfach kopieren? Also es geht um diese Medikamente für Massenkrankheiten, die trotzdem sehr teuer sind. Und die hier die Krankenkassen in den Ruin treiben. Genau da soll der Patentschutz eben rigoros ausgeweitet werden. Und das andere ist Saatgut. Also sozusagen Patente auf Agrarprodukte. Das sind die beiden Punkte, die wirklich neuralgisch sind und die in der WTO jedes Mal von den Entwicklungsländern wieder abgeschmettert werden. Das soll jetzt über TTIP reinkommen.
So. Mir habe ich das jetzt beantwortet, was Sie gefragt haben. Ich hoffe. Mehr oder weniger. Ja, yeah, I mean, if I can come back also to this point about the investment protection and ISDS, as it's called in English, the Investor-State Dispute Settlement Mechanism. It's not only that so many of these bilateral investment treaties are coming to their end in the next couple of years, but also that there is an active resistance from countries across the global south to the entire model of investor-state dispute settlement mechanisms. And so India, Indonesia, South Africa are all tearing up all of their investment treaties, but at the same time, Brazil and Mexico and many others have never joined the World Bank's International Center for the Settlement of Investment Disputes, which is the body which regulates and sits or provides the laws and the mechanisms by which you hear these things. So I think it is at a time when there is a massive resistance across the world to handing over all of these powers to transnational capital that in comes TTIP and it says, no, that is the model that we want for the future. And when you then say, well, who is it directed at? We have had meetings with the British government officials and we've said to them, you know, be honest, you don't really need this investment protection in the US. And US corporations really don't need it if they're coming to Germany or to Britain because we have functioning court systems. And the British government officials say to us, of course we don't need it. But we want to set the precedent for the EU-China investment treaty, which is the next thing we're negotiating. So they've said quite clearly in that respect, it's not really about this. Who cares if you have it between the European and the US states? What the US corporations and the European corporations both share is a desire to have more and more pressure on the South and to have those powers when they go outside the transatlantic bloc. And I think that's where we begin to see what the real purpose of TTIP is. We are sitting in a completely new stage in the long-term world history. If you think back over the last 500 years, where European countries held this imperial power, European countries and our descendants in North America. So you have the Genoese empire of the 17th century, the Dutch of the 18th century, the British in the 19th century. The 20th century is the American century. Now, for the first time, you're in a multipolar century when the new powers from the semi-periphery of the global capitalist economy are challenging those at the core. And that is a huge shift. It's a big shift for the USA, but it's an even bigger shift for us in Europe. Why? Because Europe has no natural resources. We are responsible. We seek 90% of our oil and gas already from overseas. The minerals, the rare earths, we have none of them. We also have an aging population. And we have declining productivity. Only perhaps in Germany you still have industrial capacity, so you don't recognize the rest of us are all living in a post-industrial age. We have no future. And that, I think, is the desperation of the European nations trying to reclaim their power for the future. And I think TTIP is about that challenge from the semi-periphery, the emerging economies, the Schwellenländer, mm-hmm. but not necessarily from those in the South. My final thing, we don't believe the Bertelsmann figures. I mean, let's be clear. I mean, this is not science. Yeah. This is like baking a cake. If you put certain ingredients into the cake at the beginning, this is what the cake will look like when it comes out of the oven. These are the computer general, you know, the CGE equilibrium studies, econometric studies. They're not real life. And in the past, every single time they've made these predictions, exactly the opposite has happened. So while it's politically useful for us to use them, let's not pretend that this is true. Weil das würde ja bedeuten, dass es in Wahrheit für die Entwicklungsländer positiv ausgeht. Das Gegenteil dieser Zahlen ist. Würde da gern drauf eingehen, weil es in der Tat so ist, dass die Studie inzwischen auch von der Europäischen Union als tatsächlich überoptimistisch eingestuft wurde. Und es gibt auch viele andere Studien, die zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen, mal unabhängig davon, dass diese sehr mathematischen Modelle vermutlich sowieso nicht unbedingt taugen für so Langzeitvorhersagen.
meine Einschätzung. Aber ich wollte ganz gern nochmal auf dieses, auf das Investor-State Dispute Settlement eingehen. Auch da muss man mal gucken, es gibt das ja für die Entwicklungsländer oder überhaupt nicht für die Entwicklungsländer, es gibt das im internationalen Handel ja schon seit den 60er Jahren. Und es hatte eigentlich den Hintergrund, dass tatsächlich in Staaten, die keine Justizsysteme hatten, Investoren einen gewissen Schutz wahrnehmen konnten. Und es hat ja wohl auch bis in die 2009er Jahre kaum Verfahren gegeben. Und dann müssen die explosionsartig hochgeschnellt sein. Also ich habe da so Zahlen, 95 Staaten wurden zwischen 2006 und 2012 sozusagen vor den Kadi, oder das ist ja noch nicht mal ein Kadi, da gerufen. Und 52 davon betrafen Argentinien allein. Also es gab da irgendwann einfach unglaublich viele Verfahren. Bis jetzt der letzte Fall war Ägypten. Also im Nachgang zu der Revolution dort hatten sich die gab es dort, ich glaube, für die Müllabfuhr mehr Gehalt. 30 Euro und sie wurden eben da von den Investoren angeklagt. Und was ich mich jetzt frage, ist tatsächlich, warum zwischen Staaten, also USA und Europa, wo natürlich in allen Staaten ein funktionierendes Rechtssystem ist, man überhaupt auf die Idee kommt, das einführen zu wollen, also mit zum Teil des Abkommens machen zu wollen, was... Ja, also zum einen glaube ich, das hatte ich ja vorher schon ein bisschen gesagt, ich glaube, TTIP ist noch mehr als die WTO ein Projekt der Konzerne halt, die Interesse daran haben. Es lässt sich innerhalb sozusagen der Beziehung zwischen EU und USA überhaupt nicht erklären, warum man sowas wie ein Investitionsschutzkapitel bekommt, installieren möchte. Möglicherweise war es, genau genommen war es ja die Adenauer-Regierung, also es war Deutschland, was das erste bilaterale Investitionsabkommen abgeschlossen hat, 1959 halt schon. Und da kann man vielleicht sagen, zu der Zeit die Kolonialisierung, es gab einige Formen von Enteignung, dass es vielleicht möglicherweise Interessen gab, die Interessen von Unternehmen sozusagen zu schützen. Mittlerweile ist das ganze System ja pervertiert. Das ist, glaube ich, auch relativ breit diskutiert worden in den letzten 14 Monaten seit Beginn der TTIP-Verhandlungen. Es geht ja darum, dass der Begriff der Enteignung sehr viel weiter gefasst ist, als wir das eigentlich verstehen. Es gibt ja so einen ganz bekannten Fall von Philip Morris, die Australien verklagt haben. Und die haben die ja doppelt verklagt. Die haben die ja verklagt von dem Schiedsgericht. Es geht darum, dass vielleicht sozusagen Australien hat halt darauf hingewiesen, dass Zigarettenkonsum gesundheitsschädlich ist, was ja im Allgemeinen auch bekannt ist. Und Philip Morris, Australien hatte halt ein bilaterales Investitionsschutzabkommen mit Hongkong geschlossen, wo Philip Morris eine Filiale halt hat. Also Philip Morris dachte, okay, dann verklagen wir mal Australien. Und die sind ja zweigleisig gefahren. Die haben zum einen Australien verklagt vor einem Schiedsgericht. Und zugleich vor dem sogenannten sozusagen Supreme Court, würde man sagen. Vom Schiedsgericht ist noch nicht entschieden, vom Supreme Court wurde entschieden. Und das zeigt nämlich auch gerade, diese Entscheidung zeigt die Perversität dieses Investitionsregimes. Vor dem nationalen Gericht wurden sie abgeschmettert, weil der Vorwurf ist ja sozusagen, dass die Firma enteignet wird. Muss man sich mal vorstellen, was man da in 60 Jahren verbunden hat, wirklich eine nationale Enteignung eines Unternehmens. So, und da hat das nationale Gericht, das Supreme Court sozusagen, Bundesverfassungsgericht, hat gesagt, eine Enteignung setzt voraus, dass der Akt eine Aneignung ist. Das heißt sozusagen, der Akt setzt voraus, dass sich irgendjemand, sei es der Staat oder ein privater Investor, einen Gewinn aneignet. Ist natürlich nicht passiert. Wenn man darauf hinweist, dass Zigarettenkonsum gesundheitsschädlich ist, zieht daraus keiner einen Gewinn. Und das ist der Riesenunterschied, das darf man nicht vergessen. Dieser Enteignungsbegriff ist sehr viel weiter gefasst in diesem Investitionsschutzregime, als im nationalen Recht verankert ist. Das ist der eine Aspekt. Zum anderen... vielleicht nochmal auf Ulrike Herrmann noch mal Bezug nehmen mit der Maisbegünstigungsklausel zu erklären, was es eigentlich heißt. Es gibt ein Investitionsschutzabkommen zwischen Deutschland und Argentinien.
Aufgrund dieses Abkommens und in diesem Abkommen wurde halt verankert, und das halte ich auch für sinnvoll, dass eigentlich der nationale Weg ausgeschöpft werden muss. Das heißt sozusagen, wenn ein deutsches Unternehmen glaubt, es ist benachteiligt, muss es erstmal vor einem nationalen argentinischen Gericht halt klagen. Und wenn der ganze Rechtsweg ausgeschöpft ist, dann kann es vor einem Schiedsgericht klagen. Das wurde dort verankert. Kurz darauf verklagte Siemens Argentinien. Argentinien gesagt, geht ja gar nicht. Wir stehen ja drin, ihr müsst erstmal einen nationalen Rechtsweg ausschöpfen. Ihr könnt nicht direkt hier auf ein Schiedsgericht halt gehen. Doch, sagen sie, weil Argentinien hat ein bilaterales Investitionsschutzabkommen mit Chile, in dem diese Voraussetzung nicht gegeben ist, dass man erstmal den nationalen Rechtsweg ausschöpfen muss. Das ist die, sozusagen diese Maisbegünstigungsklausel, die wir eigentlich sozusagen aus den Waren, aus den Zöllen halt kennen, im Investitionsschutz halt gilt. And one thing I also wanted to respond in terms of, you know, how on earth did we come to this? If there is really no need for this special new power for transnational corporations between the EU and the US, how on earth did we come to that position? Well, of course, you have to remember that that was how it first came in with the multilateral agreement on investment. It was between the OECD countries. And the idea is that you can introduce it there as an easy win and then try and get it out to the rest of the world. So I think from them, they saw that the WTO had been a disaster. All of the things that they tried to get through the Doha round in the WTO have failed. And that's why all of the transnational companies have been so critical of the European Union, because they failed, exactly as Sven has said. They failed to get everything through. So therefore, they think, let's get it through where our businesses and our governments agree with each other. Because in these core capitalist states, business and the government are as one. So in a sense, what possible problems could there be strategically to get it through? And that's why it's only the massive popular outrage, opposition to it, which is so important to stop it happening. But the final reason, that there is a genuine reason why they want to have these special powers, because if there are still doubts within the treaties themselves as to whether or not, let's say, public services have been fully included within TTIP, it doesn't matter, because you can always use the powers of ISDS, the investor protection, to claim that you have suffered unfair or inequitable treatment, some form of expropriation, whether it be direct or indirect. And that means that you have the ultimate deregulation. And of course, the key point of all of these agreements is to lower the standards, to lower the non-tariff barriers to preventing transnational corporations from maximizing their profits. And the ISDS clause, this investor protection, is a key part of that, because it basically says anything you do as a government could be interpreted by these secret tribunals as being unfair or inequitable treatment towards the investor. And for me, I think that's the key thing. Whenever we look behind the agreement and people are trying to say, will this work in the future, will it not work in the future, it's always ISDS which remains the greatest threat. Ich meine, wir haben jetzt schon viel über dieses ISDS gesprochen, also diese Investorenschutzklauseln oder diese Paralleljustiz. Und das Interessante ist, es gibt ja jetzt schon einen voll ausgehandelten Vertrag, der auch öffentlich ist, weil er geleakt wurde, nämlich CETA. Also das ist der Freihandelsvertrag der EU mit Kanada, der seit 2009 verhandelt wird und so eine Blaupause darstellen soll für das, was dann auch in TTIP, also in dem Freihandelsabkommen mit den USA, stehen wird. Und da kann man sich ja angucken, ganz genau, was steht denn jetzt eigentlich in diesem Kapitel 10? Das ist der Investorenschutz. Das können Sie sich auch im Internet alle mal angucken. Das sind nur 10 Seiten. Kann man ja mal so durchlesen, damit Sie vielleicht auch mal so einen Eindruck bekommen, wie so ein Freihandelsabkommen eigentlich aussieht. Und sozusagen in diesen 10 Seiten ist nur ein Begriff wirklich wichtig. Und das ist der Begriff legitime Erwartung, legitimate expectations. Denn der ist sozusagen neu. Der ist da reingewandert und das gab es vorher noch nie. Und damit ist dieser
Begriff oder diese Vorstellung von, was ist eigentlich Enteignung, was ja Hilbig auch schon ein bisschen dargestellt hat, an diesem sehr plastischen Fall von Philip Morris. Natürlich extrem ausgeweitet. Nicht? Jetzt ist man immer enteignet, wenn man als Firma sagen kann, ja, ich hatte hier diese legitime Erwartung, diese Art von Profit zu machen und jetzt kommt Australien vorbei beispielsweise und macht hier Gesundheitsvorschriften, dann sind meine legitimen Erwartungen, die mich überhaupt dazu geführt haben, in Australien zu investieren, die sind jetzt aus Konzernsicht eben beschränkt worden und deswegen kann ich jetzt hier behaupten, ich sei in partiell enteignet worden und bräuchte eine Entschädigung. Und das heißt, was natürlich völlig richtig ist, ist, dass dieser Investorenschutz nochmal sehr stark erweitert wird. Und dass man den nicht braucht, prinzipiell nicht, zeigt ja das Beispiel China. Das wurde ja auch schon angesprochen, dass man diesen Investorenschutz eigentlich einfügen will in die Verträge, um dann auch gegenüber China beispielsweise so eine Handhabe zu haben, dass man das da dann auch in den Verträgen unterbringen muss. Denn Sie wissen alle, es wird wie bekloppt investiert in China. Nicht? Es gibt kein Land auf dieser Welt, wo so viele Direktinvestitionen aus dem Westen hinfließen, weil man natürlich auf diesen Markt von über 1,3 Millionen Menschen hofft, Milliarden Menschen hofft. Ja. Und dass es da keinen Investorenschutz gibt, interessiert keinen. Das heißt, es ist diese ganze ideologische Vorannahme, dass man diese Verträge braucht, damit der Handel und der Export floriert, ist schon mal falsch. Und ich glaube auch, das muss man ganz ernst nehmen, die dritte Welt wird sozusagen missbraucht. Also es wird ja immer gesagt, hat ja John auch beschrieben, von diesen Besprechungen mit seiner britischen Ministerialbürokratie. Es wird immer behauptet, ja, wir müssen das hier zwischen den USA und Europa installieren, damit wir es dann in der dritten Welt auch haben können. Das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht der Grund, warum man das zwischen den USA und Großbritannien und der EU und Kanada verankern will. Denn wie gesagt, es gibt schon 3200 bilaterale Verträge. Die ganze dritte Welt ist bereits abgedeckt. Sondern es geht tatsächlich nur, wenn es um Investitionsschutzabkommen geht, ganz zentral um den Wirtschaftsraum USA-EU. Was man erreichen will, das stimmt, ist, dass 75.000 neue Unternehmen klagen können. Es geht um Konzerninteressen, aber ich glaube, man muss wirklich sehr ernst nehmen, dass diese Konzerninteressen sich auf die Industrieländer richten. Und es wird immer nur behauptet, ja, wir brauchen das hier, damit wir es den Entwicklungsländern überhelfen können. Die Entwicklungsländer haben das aber schon. Nein, es geht darum, es ist ja klar, die EU und USA zusammen machen ein Drittel der Weltwirtschaftsschöpfung aus. Und es geht darum, da Klagerechte zu installieren. Okay. Zu dem ISDS will ich noch hinzufügen. Also neben dem, was eben schon erwähnt wurde, ist auch sehr unklar dieser Begriff des Fair and Equitable Treatments. Also deswegen genau, weil das so unklar ist, wurde ja die legitime Erwartung reingesetzt in die Verträge, um das zu klären und möglichst auszuweiten, soweit man das ausweiten kann. Okay, dann gehe ich mal zu meiner nächsten Frage, weil wir sind uns ja, glaube ich, denke ich, hier einig, dass so auf diese Art und Weise Handel und Abkommen eigentlich der falsche Weg sind. Ich wollte auch mal mit anfügen, es wird bei diesen Abkommen ja immer davon ausgegangen, dass es Handel unter Gleichen ist. Das ist ja mitnichten der Fall, also speziell, wenn es um die Drittländer geht. Aber die Frage ist, welche Art von Handel oder Abkommen bräuchten wir denn? Also um es konkreter zu machen, macht es Sinn, TTIP weiter zu verhandeln und immer also bestimmte die Klauseln, die wir für falsch halten, eben aufzuweichen? Oder ist es eher sinnvoll, gleich zu sagen, so gar nicht, aber wie dann? I think this is a really important question and it's an important strategic question for the movement for fair trade or for against this free trade fundamentalism, as we call it. There are some groups who say, if we can take
the health services out of TTIP, and if we can take the ISDS clause out of TTIP, and if we can take digital privacy out of TTIP, and if we can maybe take a little bit of other things which we don't like so much, then it would still go ahead. And I'm afraid this is also one of the positions which has been taken by the European Trade Union Confederation. Even though all the trade unions in Europe, I don't mean the national federations, but the trade unions, the ones which actually have the members, are clearly against it. The trade union confederations have said, we are for a progressive TTIP. We're seeking the best TTIP we can make. And there is a big challenge which we're saying to them, because the central understanding of how trade agreements work is that they increase the competition between the biggest transnational corporations and the local producers. This is clear, and it's the open, explicit design of TTIP as well, whether it be to get rid of the American provisions, which support small and medium-sized enterprises, the Buy America provisions for procurement, or indeed in France, Italy, Spain, where the same things exist. The impact of that has always been a massive loss of jobs. It's the central aspect of the free trade agreements, a massive loss of jobs as you have more and more people thrown out of work through the extra competition. And even in the main impact assessment, the CEPR assessment by the Centre for Economic Policy Research from London, which the European Commission asked to be done last year, even that says you should expect a minimum of 1 million jobs to be lost as a direct result of TTIP in the EU and the USA combined. A minimum of 1 million jobs lost. Now, again, we don't know if they're right, but that is the official assessment. So when people like Sigmar Gabriel or Carol de Gucht or whoever it may be say to you, it's going to be great, everybody's going to be rich, everyone's going to have new jobs, the actual assessments of that and the historical records show the opposite. For us, it is purely no TTIP. Stop TTIP. There is nothing good at all. Why? Because it is a transfer of power away from us, the people, to transnational capital. And we would say that it would be possible to start an entirely new set of trade agreements from a completely different starting point. A starting point where trade, economic growth, this constant cycle of more investment, more trade, is subordinated to the needs of society. So instead of production for profit, you have social production. Instead of private ownership, you have common ownership. And you begin to bring back the economy into a path which would be both socially fair and also ecologically sustainable. Because we know capitalism has to continue to strive beyond the boundaries of what is ecologically possible if it is to survive. And we know what the consequences of that are. My final thing to say is that if anybody wants to see a small design of where this alternative trade mandate has been described, you just have to go to alternativetrademandate.org. And you can find some of these ideas which various groups amongst us in Europe have tried to draw out over the last few years, a positive trade policy. But it cannot start from the presupposition that free trade is good. It must start from the opposite premise. So, von Seite der Entwicklungsländer, wie? Ja, zum einen natürlich zustimmen, was John gesagt hat. Wir müssen, glaube ich, unterscheiden zwischen Handel und Freihandel. Handel ist eine Sache, ein Austausch von Gütern, was sicherlich normal ist, machen wir auch innerhalb einer Region. Freihandel ist meiner Ansicht nach eine Ideologie. Freihandel ist eine Ideologie. Es war immer so in der Geschichte, Ulrike Herrmann hat das ja auch sehr gut in ihrem Buch Sieg des Kapitals halt aufgeführt, dass Staaten erstmal bestimmte Industrien aufgebaut haben und die, wo sie wettbewerbsfähiger waren gegenüber anderen Staaten, haben sie, okay, jetzt fordern wir einen Freihandel, jetzt fordern wir einen globalen Freihandel, das sozusagen, weil sie ihre Güter verkaufen konnten. Und insofern, das ist, glaube ich, so ein Grundproblem an sich, was gilt dafür. Ja, also eine grundsätzliche Frage, mit der wir uns sozusagen seit Anfang an beschäftigen, ist ja auch so ein bisschen, es gibt ja, glaube ich, teilweise, also ich meine, es ist ja ein Phänomen,
Brot für die Welt und andere Beschäftigungen seit Jahrzehnten mit dem Thema Freihandel. Und das Phänomen ist jetzt, dass wir durch TTIP einfach, weil es die Auswirkungen auf hier in Deutschland, in der EU sozusagen sichtbar sind, sich auch viele andere Organisationen mit sich mit Handel beschäftigen. Und viele sagen, okay, TTIP ist nicht gut, also sozusagen WTO ist doch sozusagen die bessere Alternative. Da schrecken wir natürlich alle zurück. Weil wir alle haben uns natürlich sozusagen lange Zeit schon in den 90er Jahren und noch danach mit der WTO beschäftigt und haben natürlich sozusagen deren Freihandelsideologie kritisiert, einschließlich der Doha-Entwicklungsrunde. Die Frage, die uns natürlich gestellt wird, wie stehen wir dazu? Wir haben jetzt von 95 fortfolgende die WTO kritisiert. Wir haben dann die 2001 in Katar initiierte Doha-Entwicklungsrunde kritisiert. Okay, auf der einen Seite, jetzt kritisieren wir TTIP. Was wollen wir denn? Und das ist, glaube ich, auch eine wirklich eine ernstzunehmende Frage halt. Dazu ist die Antwort zum einen die Kritik an der Freihandelsideologie der WTO und auch der Doha-Entwicklungsrunde bleibt halt. Gleichzeitig müssen wir halt sehen, glaube ich, ich hatte vorgestern ein längeres Gespräch mit der indischen Aktivistin Vandana Shiva darüber, die nun seit den 80er Jahren sich mit dem Thema beschäftigt und glaube wahrscheinlich einer der Personen ist, die man mit der Globalisierungskritik, auch gerade an der WTO kritisiert halt, sagt halt, richtig, die Kritik an der Doha bleibt, die Kritik an WTO bleibt, aber WTO, die TTIP sozusagen, ist nochmal eine brisantere, schlimmere, genau, so können Sie es halt auch sagen, eine schlimmere Variante, weil so problematisch die WTO und die Doha-Runde auch ist, zumindest gibt es ein demokratisches Prinzip, ein Land, eine Stimme, das gilt halt dort. Das haben wir auch gesehen in Bali, jetzt bei der letzten WTO-Runde, der 9. in Indonesien im Dezember letzten Jahres. Es gab ja zum ersten Mal einen Beschluss, das sogenannte Bali-Beschluss, der aber jetzt im Nachhinein von Indien nochmal blockiert wurde. Es ist die Möglichkeit, auch eine kleine Gruppe von Entwicklungsländern können diese Beschlüsse blockieren. Das ist bei TTIP nicht möglich. Wir haben sozusagen, also ich denke, wenn wir nochmal auf TTIP gucken, was ist TTIP eigentlich? TTIP hat meiner Ansicht nach drei Ziele. Zum einen die einfache Liberalisierung, die Zollsenkung. Darüber haben wir am Anfang diskutiert halt. Das zweite ist die vertiefte Liberalisierung, das heißt Standardsetzung, Angleichung von Standards, egal wie. Es gibt verschiedene Formen halt. Entweder man entwickelt gleiche Standards oder man erkennt die verschiedenen Standards halt an oder Rechtsharmonisierung, wie auch immer. Das ist die zweite Zielsetzung von TTIP. Die dritte Zielsetzung, die am Anfang eigentlich nicht geäußert wurde, weder von Karl de Gucht noch von Forman, ist die, dass sie gesagt haben, sie wollen nicht nur die Zölle senken, die Standards angleichen zwischen der EU und USA, um durch beide Instrumente im Endeffekt das Handelsvolumen halt zu erhöhen zwischen der EU und USA. Sie wollen, emblematisch war wahrscheinlich das Interview mit der Süddeutschen Zeitung Mitte Januar diesen Jahres halt, wo Karl de Gucht halt sagte, darüber hinaus wollen sie globale Standards setzen. Das ist etwas ganz anderes. Das eine ist ja, die EU sagt, ich verhandle mit den USA, Freihandelsabkommen zwischen unseren beiden großen Blöcken, der Handel soll besser florieren. Das andere ist ja, ich sage, nein, ich will darüber hinausgehen. Ich will globale Standards setzen. Das hat Karl de Gucht gesagt in diesem Interview, am 17. Januar war es mit der Süddeutschen Zeitung halt. Wir wollen globale Standards setzen, bevor es andere tun. Das heißt, wir wollen Blaupausen entwerfen. Und diese Blaupausen, Investitionsschutz, haben wir jetzt lange diskutiert. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist Dienstleistung, da kommen wir ja gleich zu, um 8 Uhr sozusagen gibt es ja hier ein Panel zur Dienstleistung. Der dritte Aspekt ist geistiges Eigentum, es gibt ein öffentliches Beschaffungswesen. Das ist sozusagen die dritte Zielsetzung von TTIP, wo es ein halbes Jahr brauchte, bevor sie sich dazu sozusagen geoutet haben, gesagt, das wollen wir halt auch. Und diese Themen sind ja nicht irgendwelche Themen. Diese Themen sind die Themen, die auf der ersten WTO-Verhandlungsrunde in Singapur 1996 halt auf den Tisch gelegt wurden. Sie haben auch den Titel, sie heißen Singapur-Themen. Das konnten sie aber nicht durchsetzen. Woran ist denn die WTO gescheitert? Woran sind die Doha-Entwicklungsrunde gescheitert? Zum einen daran, dass diese Zielsetzung
Liberalisierung im Investitionsschutzregime, Liberalisierung in der Dienstleistung und eine Stärkung des geistigen Eigentums, wo die Industriestaaten Wettbewerbsvorteile genießen, nicht durchgekommen sind. Und gleichzeitig haben sie natürlich gesagt, beim Agrarsektor, da sind wir nicht bereit zu liberalisieren, weil sozusagen da genießen ja viele Entwicklungsländer Wettbewerbsvorteile. Das ist das Problem, woran Doha gescheitert ist. Und TTIP ist sozusagen die Idee, dass man jetzt versucht, das, was man damals nicht erreicht hat innerhalb der WTO, jetzt hintenrum sozusagen durchzusetzen. Ja, jetzt muss ich erstmal den Faden gerade wieder finden. Ich habe noch mal eine Frage zu der Geschichte mit dem Investorenschutz. Und zwar zielt die dann auch so ein bisschen auf meine letzte Frage. Momentan ist es ja so, dass das ausgesetzt ist, also dass es da Konsultationen geben soll seitens der EU. Und man natürlich nicht weiß, wie das ausgeht. Was ich gefunden habe, ist aber, dass das grundsätzlich auch problematisch ist, einmal mit dem Grundgesetz, also dass es da Auffassungen gibt, dass sich das der Souveränität der Staaten, also hier im Grundgesetz widerspricht, dass es aber auch auf EU-seitig da eine Möglichkeit gäbe, also dass der EuGH durchaus eine Position vertreten könnte, nach der es auch für die EU nicht vertretbar ist. Wie stehen Sie dazu? Also meine Meinung ist, dass die Wahrscheinlichkeit außerordentlich gering ist, dass so eine Klage Erfolg hätte. Aus dem ganz einfachen Grund, es gibt bereits ein europäisches Regionalabkommen, das heißt Energiecharta. Da gibt es einen sehr starken Investorenschutz drin. Und diese Energiecharta führt ja dazu, dass Vattenfall jetzt schon zum zweiten Mal gegen die Bundesrepublik klagt. Das erste Mal hat Vattenfall geklagt wegen der Umweltauflagen für das Kohlekraftwerk in Moorburg in Hamburg. Das war erfolgreich in dem Sinne, dass es dann einen Vergleich gab, wo Hamburg praktisch komplett eingeknickt ist. Jetzt ist Vattenfall schon wieder unterwegs und klagt gegen den Atomausstieg wegen seiner zwei maroden Kraftwerke Brunsbüttel und Krümmel und will 3,7 Milliarden Euro von der Bundesrepublik haben. Und das wird ja vom Wirtschaftsministerium gemacht oder geführt, dieser Prozess. Und soweit man das hört, ist man im Wirtschaftsministerium der Meinung, dass man das Ding verlieren wird. So, das heißt, und die Energiecharta ist auch dafür verantwortlich, dass jede Menge andere europäische Staaten ständig diese Klagen am Hals haben. Das heißt, das läuft ja schon. Das Ding gibt es seit 94, das heißt, es ist 20 Jahre alt. Also wenn da irgendwie ein rechtliches Problem gewesen wäre im Sinne des EuGHs, dann wäre man bestimmt da schon aufgelaufen. Ähnlich sehe ich das mit dem Grundgesetz. Wir haben 130 bilaterale Verträge Abkommen. Abgeschlossen, wo der Investorenschutz verankert ist. Wenn das also sozusagen aus der ich sehe da Bedenken. Also ich finde auch, dass sozusagen der Eigentumsbegriff des Grundgesetzes wird eingeschränkt. Weil im Grundgesetz steht ja klarerweise drin, dass das Eigentum sozial gebunden ist, nicht? Und dieser Investorenschutz hebelt genau das ja aus. Aber wenn es im harten Sinne verfassungswidrig wäre, dann bin ich mir sicher, dass irgendjemand da schon Erfolg gehabt hätte vom Bundesverfassungsgericht. Also ich bin aber keine Juristin, aber ich kann hier nur mit Plausibilitäten argumentieren, aber es erscheint mir unwahrscheinlich. Na, es geht eher ein bisschen in die gleiche Richtung wie damals mit dem Stabilitätspakt, wo einfach es um die Umgehung des EU-Primärrechts geht. Also wo quasi außerhalb des normalen EU-Rechts ja auch gehandelt wurde. Und letzten Endes wird die Einschätzung, sind ja auch neuer, es sind ja Artikel, die jetzt erst geschrieben wurden, wo jetzt die Auffassung vertreten wird, dass das eigentlich in die gleiche Richtung geht, dass man also quasi über ein Nebenabkommen das Primärrecht umgeht. Und es ist ja auch so, ich meine, so wie gerade verhandelt wird, das ist ja alles nicht transparent, man weiß nicht, wer genau verhandelt, wer die Personen sind. Insofern ja, könnte das Also ich meine, ich bin keine Juristin und ich will mich jetzt hier nicht, als Kritikerin dieser Artikel aufschwingen, aber eins muss man ja klar sagen, so bescheuert, wie man das finden kann, dass die EU-Kommission verhandelt, genau. Und zwar geheim. Ja. Das darf sie. Das steht alles im Lissabonner Vertrag von 2009 drin. So, jetzt müsste also das EuGH sagen, dass dieser Lissabon-Vertrag Quatsch ist. Ehrlich gesagt, sehe ich nicht. Aber gibt es ja nun auch schon länger, nicht?
Die Argumentation ist die, dass die Kommission zwar verhandeln darf, sie hat aber nicht das Mandat, den Staaten quasi in ihre Souveränität, und das wiederum ist auch im EU ja, aber ich meine, da kann man ja, da kann man nur reinreden. Sagen, die EU, der EU-Rat hat der EU, also die Regierung, 28 Stück, haben der EU-Kommission ein Mandat erteilt zu verhandeln. Ja. Die verhandeln ja nicht einfach so. So, und der EU-Rat, also die ganzen Regierungen müssen hinterher zustimmen oder zumindest zu einer qualifizierten Mehrheit kommen. So, also man kann, das so, so scheiße das ist, um jetzt mal diesen, diesen unappetitlichen Ausdruck aus, anzubringen. Das ist EU-Recht, was hier sich gerade abspielt. Also ich sage das, sag das auch nur deshalb, weil natürlich jetzt vor dem Hintergrund, dass auch diese Europäische Bürgerinitiative mit relativ fadenscheiniger Argumentation quasi vom Tisch gewischt wurde, dass dann natürlich man sich fragen muss, wie kann man TTIP jetzt tatsächlich noch verhindern? Und da kam mir: Na gut, wenn es auf Rechtsseite tatsächlich Leute gibt, die sagen, es gibt da eine Chance, möglicherweise als allerletztes dagegen zu klagen, dann greift man da natürlich wie nach einem Strohhalm. Aber dennoch diese letzte Frage, und dann würde ich auch gerne ans Publikum gehen. Wie schätzen Sie jetzt hier alle die Möglichkeit oder die Chancen ein, TTIP jetzt zu stoppen? Wobei man sagen muss, diese Abkommen sind ja wie eine Hydra. Ist das eine vom Tisch, kommt Teaser, also gleich das nächste, aber dennoch, wie ist momentan die Situation aus Ihrer Sicht? One thing maybe to start that is to go back to your immediate point about the European Court of Justice and indeed the European Citizens Initiative. Yes, the European Commission has rejected the European Citizens Initiative. You may have heard this from last week. But the good news is that we're going ahead with it anyway. So it will be launched, and we're challenging exactly that decision at the European Court of Justice. So this is sort of, we will be making news, telling people this tomorrow. So maybe if you can keep it under your hat till tomorrow morning, or else I will get in trouble. But I think it's important to recognize that there are legal avenues which we can explore. The problem is that in these agreements, it is explicitly said that the constitutional rights of a country have to come second. And there's a particular point made in the TISA, so we can leave it till after 8 o'clock, where they have actually said exactly this, and we can come, there's a very good PSI publication, not the one at the back, but a new one which has just come out, which has this in chapter and verse. But the bigger point, can we defeat it? I think we definitely can defeat it. And that's because it has raised so many critiques from across all of the different areas of the movement, but also from the political parties as well. So even the fact that in the European Commission, the vast majority of parliamentarians in the European Parliament are pro-TTIP, so they are pro-capitalist parties, whether they be the Social Democrats or the Conservatives, even with that, there is so much political disquiet over this that it's becoming a toxic issue. And increasingly, when an unknown, a secret agreement is already become such a toxic issue that they can't go forward with the ISDS thing, which is under the consultation, it shows that they're in real problems. And the Italian president of the council, you may have heard her speak a couple of days ago, when she said, we are already looking at TTIP light. We don't believe that we will actually be able to succeed with TTIP. In the USA, again, they were refusing to give Obama the fast-track authority which he needs to be able to conclude these negotiations without going back to Congress. So there is massive resistance, and we have already killed these powers off twice before. But the sad news, the bad news, is that while we are fighting on all of these fronts against TTIP, the Canada Free Trade Agreement, which you mentioned earlier, Ulrika, is now about to be finalized in some form. It's all unclear exactly how much they want to do, because the member states of the European Union are very unhappy with the European Commission over this. We know from inside the discussions that there is huge criticism of how quickly the European Commission wants to conclude the Canadian talks.
But it was meant to be next week, that in Ottawa they will conclude at least the first set of the negotiations. They're saying that the text cannot be opened up substantially after that. And the Canadian one includes not only ISTS, so that any American company which has a little base in Canada can use that to sue us, but also it includes the regulatory cooperation idea, this idea that companies in the future will have the power to be able to have first sight at any new standards or new regulations that are brought in. So in fact, while all of our focus has been correctly banging on at TTIP, because we all think, oh, it's the US corporations, they're the scary ones, and the Canadians, well, they're quite nice, the Canadians, they won't be so nasty to us. In fact, it's coming in through the Canadian treaty as well, and that's why we need to call on our representatives in the European Parliament, particularly the German Social Democrats, who have said again and again that they will not allow through any agreement which has ISDS in it. They must be made to feel the heat. They must be made to feel the pressure from below. Do not lie to us. If you've said you won't let it through, vote it down now. Okay. Ich möchte noch anmerken, weil du das gesagt hast, gerade mit dem Oktober, am 11. Oktober gibt es einen europaweiten Aktionstag, nicht nur gegen TTIP, sondern auch gegen CETA und gegen TISA. Und wenn immer jemand da Zeit hat, gleichzeitig hier der Aufruf, da teilzunehmen. Darf ich noch zwei Sachen sagen, wie ich das weitere Vorgehen mir vorstelle? Ich glaube, also ich teile das wie John, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Also aus meiner Sicht ist die gute Nachricht, dass auch CETA nochmal nachverhandelt wird. Das sieht man daran, dass die EU-Kommission bereit war, das fertige Abkommen nicht zu paraphrieren. Also paraphrieren heißt, dass man jede einzelne Seite von den Verhandlungsführern unterschreibt, so als Zeichen, als ein rein symbolisches Zeichen, hat keine rechtliche Bindung. Aber wäre eine rein symbolische Handlung, das zeigt, das ist das endgültige Dokument, das wird nicht mehr geändert. Diese Art von Paraphrierung gibt es nicht. Also man in Ottawa wird nur irgendwie irgendwas übergeben. Keiner weiß, was das für einen rechtlichen Status haben soll. Und dann hat man nochmal 8 Monate Zeit, dieses Vertragswerk zu verhandeln, weil es in dieser Zeit übersetzt wird und sprachjuristisch geprüft. So, was dann passieren wird, aus meiner Sicht, und das ist eben die gute und die schlechte Nachricht, die Investorenschutzabkommen, das wird rausfliegen. Auch die Amerikaner, ich war letzte Woche in der US-Botschaft bei so einem Empfang, da war unter 3 völlig klar, dass nicht ein einziger US-Botschafter hier in Deutschland noch denkt, dass das mit dem Investorenschutz durchgeht. Das haben die schon abgeschrieben, das Thema. Sondern stattdessen wird jetzt versucht werden, und darauf hat entweder John oder Sven Hilbig auch schon hingewiesen, wird man an TTIP und CETA Light machen. Das heißt aber, das ist nicht unbedingt ungefährlicher. Also man sollte jetzt nicht so sagen, ja, dann haben wir doch den Investorenschutz rausgeschmissen, ist doch wunderbar, den Rest unterzeichnen wir. Das wird aber dann der schwierige Teil, wenn man dagegen mobilisieren will. Denn das Chlorhühnchen steht auch nicht drin. Nicht? Das kann man bei CETA sehen, da ist nichts mit Chlorhühnchen. Das heißt, dann muss man tatsächlich der Bevölkerung erklären, dass so ein technischer Begriff wie regulatorische Kooperation unglaublich gefährlich ist, weil dahinter sich der gesamte Lobbyismus befindet. Nicht? Also das sind dann immer so Gremien, wo ganz früh auf die Gesetzgebung Einfluss genommen werden kann, damit die Standards möglichst gleich bleiben. So, und das würde ich jetzt mal gerne an Sven Hilbig abgeben, der ja jetzt von einer NGO kommt, wie man dann sozusagen gegen so ein abgespecktes CETA und TTIP mobilisieren will. Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also ich glaube ja fast, den Ball zurückzuspielen, wahrscheinlich war Ulrike Herrmann ja eine der Ersten, die ja vor Monaten schon darauf hingewiesen hat, sozusagen, dass es mit dem Chlorhühnchen gar nicht kommt und so weiter. Also die Themen, die gerade sozusagen hochpoppen, wenn ich es mal so sagen darf, gar nicht kommen werden. Ich denke, 2 Sachen. Also wir aus entwicklungspolitischer Sicht haben uns ja bisher relativ verhalten geäußert zu den TTIP-Verhandlungen. Ich kann mir vorstellen, vielleicht ist unsere Aufgabe besteht darin, sozusagen eher so diese Marathonaufgabe zu übernehmen. Denn ich glaube, es wird noch so einen Spannungsbogen geben
für die nächsten 12 Monate. Zwar wurde die Europäische Bürgerinitiative abgelehnt, aber wie John schon sagte, man überlegt jetzt im Endeffekt, sowas im Endeffekt durchzuführen auf informelle Art und Weise. Warum auch nicht? Und bin ich auch völliger Befürworter. Und ich glaube, die nächsten 12 Monate ist so ein Spannungsbogen, wo wir ziemlich gut mobilisieren können. Eine parallele informelle EBI durchführen. Nächstes Jahr gibt es das G7-Treffen hier in Deutschland. In Bayern wird das stattfinden. Das kriegt man, glaube ich, hin. So weit, so gut. Da kriegen wir viele Leute mobilisiert. Und dann kommt der Herbst 2015. Und was dann passieren wird, Herbst 2015, die USA wird in den Vorwahlkampf starten. Und von da an wird relativ wenig passieren. Zwar erzählt BMW und eben andere, sie wollen bis dahin TTIP irgendwie abgeschlossen bekommen, das kriegen die aber auf gar keinen Fall hin. Da würde ich sozusagen, da würde ich einiges hinlegen, dass sie sagen, das schaffen sie nicht bis zum Herbst nächsten Jahres halt. Wenn die es aber nicht schaffen, dann wird TTIP in so eine Pause treten und wird wahrscheinlich dann eher so Anfang 2017 wieder neu auftauchen. Und die große Frage ist, inwieweit die Gegenbewegung zu TTIP es schafft, 2017 neu zu mobilisieren. Zum einen besteht die Gefahr, dass viele Themen, die jetzt sozusagen hochgepusht wurden, wie Klohühner, ist klar, die werden gar nicht kommen. Und die Frage ist, inwieweit wir es schaffen in 2017, wenn dann sozusagen die ernsthaftere Phase kommt von TTIP, wo es dann vielleicht zum Abschluss kommt, halt hinkriegen, die breite Bevölkerung zu mobilisieren. Es geht nicht um rechtliche Fragen, es geht nicht um IBI und so weiter. Darüber kriegen wir TTIP nicht gescheitert. Darüber haben wir bisher kein Freihandelsabkommen gescheitert bekommen, über rechtliche Fragen. Es geht darüber, inwieweit wir die Bürger und Bürgerinnen in Deutschland, in der EU, in den USA davon überzeugen können, dass TTIP nichts Gutes ist, sowohl für die Leute hier als auch für die Leute außerhalb dieses transatlantischen Bündnisses. Und das ist, glaube ich, die große Frage und inwieweit wir den langen Atem haben, da durchzuhalten. Ja, das denke ich, ist gar kein schlechtes Schlusswort. Ich muss dazu sagen, je mehr über TTIP gesprochen wird, je mehr darüber geschrieben wird, desto mehr formiert sich der Widerstand. Was habe ich vorgestern gelesen? Dass selbst der deutsche Mittelstand sich inzwischen von TTIP distanziert. Und zwar, weil sie ganz nach dem, was sie jetzt wissen, davon ausgehen, dass sie ganz sicher nicht zu den Gewinnern gehören, sondern eben nur die großen Unternehmen. Insofern denke ich, also müssen wir da weitermachen und weiter mobilisieren. Und wir machen das auch, indem wir jetzt als nächstes nämlich Teaser zum Thema haben, was bislang noch nicht so sehr viel besprochen wurde hier in der Öffentlichkeit und auch nicht in den Medien. Und ich hoffe, Sie können alle bleiben. Wir laden Sie dann auch noch zu einem kleinen Imbiss ein. Aber ich will dennoch die Gelegenheit geben, für den einen oder anderen jetzt Fragen zu stellen an die Anwesenden. Braucht dazu aber Unterstützung fürs Mikro. Gut, dann stelle ich die Frage zuerst. Die drängt sich nämlich gerade jetzt auf, nach dieser Diskussion über das Investitionsschutzabkommen. Das ist ja etwas, was in der Bevölkerung die Leute wirklich empört, dass da irgendwelche Wirtschaftsanwälte hinter verschlossenen Türen in Genf oder New York solche Entscheidungen treffen dürfen, obwohl wir doch ein Rechtsstaat sind. Wenn das wegfällt, viele spricht dafür, dass man das rauslässt. Die Frage, die sich jetzt aufdrängt, ist, wird denn, ich beziehe mich jetzt auf TISA, weil das eher mein Gebiet ist, aber das betrifft TTIP auch, wenn ein Konzern nicht mehr über diese Schiedskommissionen hinter verschlossenen Türen einen Staat verklagen kann, sondern den normalen, in Anführungszeichen, Rechtsweg, sagen wir, in Deutschland gehen muss. Ist das denn überhaupt ein entscheidender Unterschied aus der Sicht des Konzerns? Wenn bestimmte Regelungen in TTIP und in TISA erstmal unterschrieben sind, zum Beispiel die legitimen Profiterwartungen, und ein solcher Vertrag ist rechtsgültig, könnte ein Konzern denn nach eurer Meinung nicht das gleiche Ziel erreichen, wenn er über diese Schiedskommission gar nicht gehen muss?
womit natürlich auch ein Mobilisierungselement entfällt, der Konzern aber vor unseren Gerichten das erreichen kann, was er auf dem anderen Wege zunächst zu erreichen hofft, aber jetzt nicht mehr kann. Macht es einen Unterschied in eurer Meinung nach, ja oder nein? I would say it does make a difference, because the key point in terms of the additional powers which are given to transnational corporations under these investor-state dispute settlement mechanism and these private secret courts, tribunals, is not just related to their contracts which they currently hold. So, for example, let's say I represent a British company and I have a contract with the city of Berlin for to deliver water services or sewerage services for 5 years. And during those 5 years, there is some sort of action by the city of Berlin which prevents me from carrying on that contract. I can take any case before the German courts and argue those cases there in relation to that particular sealed contract. The absolute difference between that and the investor state is that I don't have to have a contract. It's all about my future possible profits. And I think that for me is the absolutely central thing, because that doesn't get inscribed in any of the other agreements which we've seen. So I think for me that would be the key difference in respect of both TISA but also the GATS, all of the WTO negotiations as well. Of course, they said you have to take all of those concerns, all of those claims in a state-to-state dispute settlement mechanism at the WTO. I don't know if that's answered. Man kann das, also das, was ich will nur ergänzen, was John gesagt hat, man kann das auch ganz klar an den Schadenssummen sehen. Also der Atomausstieg in Deutschland ist ja ein sehr schöner Fall. Da wurden 8 Atommeiler so mehr oder minder sofort innerhalb von einer Woche abgestellt. Wir haben 4 Atomkonzerne, die betroffen waren. Nur einer davon ist ausländisch, Vattenfall, nämlich schwedisch. So, die anderen 3 klagen natürlich auch, die sind ja nicht bescheuert, aber die klagen natürlich vor deutschen Gerichten. Und da geht es immer um so Summen von 160 Millionen Euro, nicht? Und Vattenfall rutscht aber an mit 3,7 Milliarden. Das heißt, Vattenfall hätte ja auch den deutschen Klageweg gehen können, haben sie gleich darauf verzichtet, nicht? Und sich auf ein internationales Schiedsgericht geworfen. So, und da sieht man den Unterschied, nicht? TTIP ist doch noch nicht in Kraft. Nein, aber das ist doch die Energiecharta. Nicht, das darf man, ja, wir haben, man kann sich immer fragen, ja, wieso klagen die hier alle wie die Wilden? Aber wie gesagt, es gibt 3200 bilaterale Abkommen in der Welt und dann gibt es noch diverse regionale Abkommen und dummerweise hat sich Europa so eine Energiecharta zugelegt, wo dieses Investorenschutzabkommen eben auch enthalten ist. So, und jetzt klagen hier Kreise die europäischen Staaten gegeneinander wegen allem möglichen Müll. Also zum Beispiel, wenn Sie sich das die neueste UNCTAD-Liste angucken, der Länder, die beklagt werden, dann stellen Sie fest, dass sensationellerweise nun ausgerechnet Tschechien ganz oben ist. Weltweit schafft es Tschechien irgendwie auf Platz 3 oder so, will ich jetzt nicht übertreiben. Woran liegt das? Tschechien ist natürlich auch Teil dieser Energiecharta von Europa. Dann hatten sie da eine Solarförderung aufgelegt, die so nach dem deutschen Modell gestaltet war. Dann kam die Finanzkrise und Tschechien konnte sich die Solarförderung nicht mehr leisten. Hat die irgendwie zurückgefahren, also das gleiche Problem gibt es ja auch in Spanien. Nach der Finanzkrise haben sie die Solarförderung auch zurückgefahren. So, jetzt klagen, stehen da alle Solarfirmen Europas auf der Matte und klagen gegen Tschechien und Spanien. Das ist immer diese gleiche Energiecharta. Und hier, Andreas Zumast hat schon, die jetzt klagen zu Recht. Ist ja fies. Seine Altersvorsorge ist weg, okay. Ja, aber das Argument ist ja Quatsch, weil sie hätten ja in Tschechien vor die dortigen Gerichte ziehen können und in Spanien auch. So. Ja, Jukos, genau. Ja. I mean, even more so, the hugest one which has just come in is for Russia, where Jukos has gone for a $50 billion claim against the Russian state on the same energy charter, even though Russia hadn't even signed it. So Russia provisionally went into it, and the cost of provisionally going into the energy charter means that it was in play for so many years, and now they're 50 billion, so it's the biggest by even more.
Aber die Frage war noch, jetzt brauchen wir so lange mit den Fragen beantworten, aber was mit den legitimen Erwartungen ist, die fliegen natürlich raus, wenn das Investorenschutzabkommen auch rausfliegt, denn das ist darin ja enthalten. Hat man dann alles abgeräumt. Aber die Gefahr ist eben, dass die Teile, die man muss sich ja so vorstellen, dass so ein Freihandelsabkommen hat zwei Teile faktisch. Eins ist über den Handel und eins ist über die Direktinvestitionen vor Ort. Wenn man das mit den Direktinvestitionen rausschmeißt, dann hat man ja noch alle Bestimmungen zum Handel da drin. So, und die sind ja genauso problematisch. Darüber haben wir jetzt nicht geredet und vielleicht sollten wir das dann bei TISA noch nachholen oder so, weil sonst wird es zu lang. Aber jetzt ist eben die Frage, die uns bewegt, wie kriegt man dann die Bevölkerung noch mobilisiert, die bis dahin immer nur gehört hatte, es gibt Investorenschutz, gut, der ist weg, und ein Chlorhühnchen, das noch nie gekommen ist. Nicht? Und dann sitzt man da so irgendwie im Informationsloch. Dann würde ich einfach sagen, erfrischen wir uns ein bisschen, nehmen wir es zu uns und gehen dann in die zweite Runde und möchte mich hier bei meinen Gesprächspartnern bedanken. Vielleicht können wir das nochmal bei Gelegenheit vertiefen, weil wir müssen uns ja bis 2017 bei der Stange bleiben, wenn wir auch künftige Abkommen verhindern wollen. Ja, ich wünsche dann jetzt erstmal guten Appetit und gute Erfrischung und hoffe, Sie bleiben. Applaus